Parkett. Wilde der Sache, Bro. Oh Mann, die Cops. Entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis. Der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin Spike. Ich seh dich doch, okay? Triff Spike im Club und damit auch herzlich willkommen zu Need for Speed 2015 Edition, wenn ich mich ganz sicher. Ja, ich glaube, ich war 2015. So. Ein brandneuer Abschnitt auf meinem Kanal. Wir spielen ein Rennen. Yo, hier ist Spike. Ich habe mich nicht rein. Mal auf Plan. Wow, hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Ja, Spike, das kriegen wir hin. Danke, dass du mir schon mal in die Anmoderation laberst. Ja, wir spielen ein Rennspiel, oder besser gesagt ein Arcade-Rennspiel. In diesem Rennspiel wird es ziemlich viel um Tuning gehen, um... Oh, shit. Man kann quer. Die Karre kann quer. Geil. Ach, schön. Okay, dann wollen wir Spike mal im Club treffen. So. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr, wenn die ganzen Anfangssequenzen hier durchgeradet sind. Da haben wir ein bisschen Zeit zu talken und so weiter. Waren es gerade echte IDs? Ja. Wenn ich in den Club gehe, parke ich auch direkt vorm Eingang. Warum denn nicht? Macht man so heutzutage. Okay, machen alle. Okay, die ganze Parade hier wird abgeschleppt. Ich sehe das schon. Muss nur einer die Cops anrufen, dann passt das schon. So, EA. Hi, Dicker. Ghost. Du bist echt da? Siehst schick aus, Mann. Das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit. Ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Oh, hey. Wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf. Das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was? Ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Der ihm nur Platz kostet. Alles klar, ich will euch in Wirklichkeit kennenlernen, bitte. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Travis! Yo! Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Tja. Du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann. Er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht, es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance.
Okay, ihr seid mir gänzlich sympathisch. Schenkt ihr uns gerade ein Auto oder kaufen wir das jetzt? Also ich habe keine Informationen über unseren Kontostand oder so, aber wir können jetzt sehen zwischen dem Honda Civic Type R, die 2000er Edition, dem Ford Mustang Foxbody von 1990 und dem Subaru BRZ Premium von 2014. Okay, das ist eine scheiß schwere Entscheidung. den Foxbody könnte man bestimmt mega geil tunen. Obwohl der Subaru natürlich, glaube ich, deutlich mehr Tuning-Optionen hat. Und da ich richtig viel tunen werde, richtig viel. Ich werde im Tuning-Shop mega viel Zeit investieren. Wir werden mega viel Schrauben an den Karren und deswegen werde ich den Subaru nehmen, weil ich mir davon die meisten Tuning-Möglichkeiten erhoffe. So, werden wir das mal einfach mal. Wagen kaufen. Wir kaufen ihn anscheinend, alles klar. Auch okay. Was kostet die Karre? Yo! Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames, du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte, sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt, wir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür. Also, wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das du weißt du. Du meinst, dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist. Was sie betrifft, ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also. Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne, dann gehen wir auf Tour. Alles klar, okay, wir gehen auf Tour. Habe ich jetzt zwei Autos oder habe ich jetzt nur die Karre, die ich gerade gekauft habe? Wir sind ja auch mit dem Auto hergefahren. Eigentlich müssten wir das ja noch haben. Oder wurde das jetzt wirklich abgeschleppt vor dem Club? Das kann natürlich sein, so wie wir geparkt haben, aber... Joa. Lass uns mal überraschen. Okay, Fahrer gegen Spike und Amy, Hausbesuche. Okay, dann wollen wir mal die Karre mal ein bisschen austesten. Ja, Jungs, die anderen warten auf uns. Los geht's. Ja, okay. Amy, alles klar. Amy, ich sehe das an deinem Auspuff, du hast Nitro, was soll das? Oder habe ich das gerade falsch beurteilt? Ich glaube nein! Spike, verpiss dich! Alter, Spike, was machst du mit deinem BMW? Das ist unfair! Oh Mann! Kann ich Sicht wechseln? Ich kann Sicht wechseln. Okay, ich würde aber gerne ganz außen bleiben. Obwohl, nee, so passt. Zu weit aus ist dann auch ein bisschen blöd zu fahren. Okay, die sind leicht übermotorisiert, aber ich denke mal, die haben getunte Karren. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Zeit in der Garage investieren, wie... Aber kann man in der Garage tunen oder muss man dafür zu tunen? Ich denke mal, man kann bei Amy tunen. Kann ich quer? Nein, die Karre ist auf Grip getunt. Alles klar, müssen wir noch einstellen. Man kann in diesem Spiel die Autos so einstellen, wie man das so gerne hätte. Man kann sie komplett auf Drift auslegen, man kann die komplett auf Grip auslegen. Und mal gucken. Dann kann die doch bestimmt ein bisschen quer sein, oder? Ja, ein bisschen geht, okay. Aber das ist auf jeden Fall... Hey, wir sollten die jetzt einholen, oder? Okay, ich höre auf zu testen, ich versuche jetzt mal die einzuholen. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp werden. Leute, können wir auf uns warten, bitte? Leute, ich bin neu in der Stadt, nehmt doch mal Rücksicht! Lernt man zwei Leute kennen, will man irgendwo hinfahren? Und was machen die? Die hauen einfach ab. Woher soll ich wissen, wohin? Okay, wir sind da. Aber es ging im Moment noch nicht um Platzierung, erstmal dem her. Hey! Du überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee, Spike! Ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Sagen wir einfach mal so. Kaum. Nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emmanuel, schwing dein Hintern her zu uns. 4, 5. Fam. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon. Hey. Ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere.
Ernsthaft, wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Ja, genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein, nein, nein. Der Letzte am Diner gibt allen einen aus. Ja. Okay. Tolle Freunde hatte das Spike. Du bist von allen gemobbt. Finde ich gut. Weil der kriegt es auch nicht mit. Ah, schönes Leben, Spike. So, jetzt haben wir ein Rennen und jetzt sieht es um Geld, wie es aussieht. Okay, ich will nicht zahlen müssen. Mann. War das leicht geskippt gerade gewesen, die Szene? Kann das sein? Deiner Sprint, wer als letztes da ist, zahlt. Also eine Kohle bereit, Spike. Genau, Spikey. Ich hol mir einen von diesen tollen Burger. Falsch gedacht, ihr Trottel. Okay, leichte Konzentration mal wieder aufsetzen, Leute. Ich bin der beste Rennfahrer, das wisst ihr ja, Leute. Erinnert euch an die Manu, geht mal bitte weg. Dankeschön. Ich bin schon mal nicht der, der zahlt. Ich bin nicht Letzter. So, Amy, mach mal bitte Platz. Wo ist Spike eigentlich? Ist er noch hinter uns gewesen oder ist der irgendwo vor uns? Keine Ahnung. Ich sehe Spike nicht vor uns. Da vorne ist Spike, okay. Die besenkte Sau, die davon fährt, das müsste Spike sein. Oder? Das ist doch kein NPC, das ist Spike, oder? Kannst du mir bitte den Namen anzeigen, wenn ich mir sicher bin? Das ist kein NPC, der fährt die Ideallinie. Das ist Spike, okay. Leicht ausgebrochen, die Karre. Amy, nein. Geh weg. Okay, da komme ich nicht drüber, alles klar. Ich dachte, da komme ich drüber, aber ich kann da nicht drüber setzen, alles klar. So, zieh. Ich bin nicht Letzter, sehr geil. Was, Spike hat... war Erster? Was? Keiner bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein Diner. Alles kostet mehr als 5 Mäuse. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Er hat noch ein Date. Ein Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann. Man muss mal wirklich die Gesichtszüge der Leute hier beobachten. Das ist so krass, was die Magma für Mimik ziehen. Das ist schon schön. Okay, RLP und Dollar, Geld in Klammern und so weiter verdienen. Ja, ist mir klar. Ich habe schon mal Need for Speed gespielt. Ich bin nicht neu in der Branche. Das ist zwar schon ziemlich lange her. Ich glaube, das letzte Need for Speed, was ich gespielt habe, war Need for Speed... Rivals? Was? Rivals? Ich glaube, es war Rivals. Amy. Ja, bitte? Hier ist Ames. Hab's ganz vergessen. Da waren komische Geräusche an deinem Wagen. Oder vielleicht war es der von Spike. Ja, es war der von Spike. Was soll's. Ich bin in der Garage. Komm vorbei. Kannst hier ein bisschen schrauben. Okay? Bis später, Amigo. So, dann wollen wir mal versuchen, ob wir die Karre jetzt heile zu Amy bringen. Ich meine, von hinten sieht die Karre noch ganz in Ordnung aus, aber... Ich, ja, danke dir, danke für das Tutorial. Aber von vorne ist hier die Karre einfach nur. Ich will das irgendwie ausmachen. Kann man das nicht irgendwie ändern, dass das nicht die ganze Zeit kaputt wird? Ich will meine Autos nicht die ganze Zeit in Schrott sehen. Das ist uncool, Mann. Wenn das irgendwie geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde euch wirklich sehr, sehr verbunden. So. Wir haben einen Mond, fällt mir gerade auf. Ich spiele Rennspiel und gucke auf den Mond. Geil. Ah, obwohl, man darf es auch nicht zu sehr als Rennspiel sehen, es ist keine Simulation oder so, es ist ein Arcade-Rennspiel. Hier geht es um Spaß, hier geht es um Tuning, hier geht es um Verfolgungsjagden, alles das, was das Herz eines wahren Casual-Gamers bitte. So. Mal gucken, ob wir die Karre jetzt in einem Stück... Kann die Karre komplett kaputt werden? Kann die einen Totalschaden bekommen? Ich weiß es nicht. Kann die einen Totalschaden bekommen? Keine Ahnung. Aber sie fährt sich ganz gut. Also sie bricht manchmal ein bisschen aus, wenn man zu heftig in die Kurven geht, aber... Ja, manchmal will man das doch auch, oder? Manchmal will man doch einen schönen Drift hinhauen, was mit der Karre nicht ganz so funktioniert. Die ist zu viel auf Grip getuned. Wollte ich es gar nicht getunen wahrscheinlich, das ist ein komplettes Serienauto wahrscheinlich. Aber wir werden auf jeden Fall mal in der Garage mal gucken, was das so geht bei der Kfz hier. So. Ist auch egal, ob ich die Ideallinie fahre, oder? So, hier rein, okay, alles klar. Ja, komm. Okay, es geht doch ein bisschen. Also es geht auch ein bisschen quer mit jedem Auto, auch wenn es auf Grip getuned ist. Wahrscheinlich ist das hier auf gar nichts ausgelegt. Wahrscheinlich wird das hier komplett im Mittelmaß sein zwischen Grip und Tuning. Zwischen Grip und Tuning, was arbeite ich? Zwischen Grip und Drift.
Ja, auf jeden Fall auch ein paar Autos auf Drift-Tune und ein paar Autos auf Drift. Wenn ich will. Ja, ist klar. Wer fährt hier eigentlich durch? Was ist das für ein Navi, der diese Route anzeigt? Das ist uncool, Mann. So. Merkt auch, dass ich in der Kommentar, also im Audio-Kommentar hier gerade nicht ganz so sicher bin. Das liegt einfach daran, dass ich mich mehr konzentrieren muss. Ich bin solche Spiele nicht gewohnt. Ich will auch nicht in jede Ecke fahren hier. So. Also nimmt ein bisschen Rutsch hier auf den kleinen Reh und danke. Ich weiß! Immer noch. So, Amy, hi. Startest du automatisch rein, oder muss ich da... Garage? Ich bin doch hier. Achso, ich muss hier drüben reinfahren, alles klar. Okay, drücke ja. Okay, alles klar. Danke für das Tutorial, hier habe ich es doch mal gebraucht. Auch schön. So, Amy, was kann man da machen? Erstmal Beulen ausbeulen. Das wäre mal ganz gut. So. Die Ladezeiten im Spiel gehen aber eigentlich voll, ne? Es gibt zwar wirklich bei jeder Sequenz eine Ladezeit, aber die gehen voll. Die sind gut. Nein, ich schneide die nicht raus. Pfui. Amy. Ich höre dich rumschleichen. Unsere Karre ist wieder ganz. Ich warne dich. Oh. Hey. Travis sagte, du hast ein paar Wagen selbst gebaut und das ist cool. Ja. Okay. Eine Regel. Du kannst alles benutzen. Kein Ding. Leg's bloß zurück, wo du es her hast. Ansonsten, tob dich ruhig aus. Oh, oh, das ist mein neues Projekt. Hier. Oh. Hör dir den Sound an, Mann! Das hier wird mein Meisterwerk werden. Das kann ich fühlen. Ich will ihn fertig haben, bevor Nakai-san die Stadt verlässt. Lob von einem Künstler wie ihm macht diesen Laden zum Geheimtipp, weißt du? Okay, also das war's. Ich verschwinde. Treff vielleicht Spike. Oh, Travis hat die Wagen umgesetzt und Platz für dich gemacht. Du solltest ihn nehmen, sonst ersetzt er den Schrott mit mehr Schrott. Das ist eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Plane deinen Bau. Lenke deine Vision. Wow, jetzt klinge ich schon wie Travis. Okay, ich gehe. Ich bin raus. Viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns noch, ja? Oh, und tu die Sachen zurück. Cool. Bis dann. Oh Mann, Amy, das Kaugummi-Kauen ist so verdammt unerotisch. Ich weiß auch nicht, aber es ist sympathisch. So. Darf ich endlich tunen? Ich finde auch sehr... Ich habe ein zweites Auto? Achso, offen das Slot. Ich dachte schon, das wäre jetzt noch ein zweites Auto hier. Ich weiß, ich hoffe in den Tutorials. Pfui. So. Würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir mit dem Vehikel so machen können. Na, also Teileingang haben wir wahrscheinlich nichts, ne? Was? 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 Ja. Ja, ich hole das ab, ja. Ist okay, ja. Was? Wo ich die Teile her? Okay. Also ich stell's mal nicht in Frage. Ich nehme es einfach. Okay, wir nehmen es einfach. So. Ja, das auch. Sehr geil. Was wir alles bekommen. Wir können. Okay, das können wir noch für den Fubaro hier nehmen. Sehr geil. So. Okay. Farbe und Folie, Optik-Tuning, Handling-Abstimmung, ja, das ist Handling-Abstimmung und Leistungstuning. So, also die Teile, die wir bekommen haben, kann ich die einbauen? Was haben wir denn überhaupt bekommen? Luft am Luft. Okay, ich hätte vielleicht gucken können, was wir bekommen haben. Bitte, was da wird. Okay, wie viel Geld haben wir? Wo sehe ich das? Achso, unten. 4500. Alles klar, okay, Luftfilter lassen wir erstmal. Irgendwas Wichtiges. Hier. Die alles gibt. Motoraufgaben, Zündung, Steuergerät, Motorblock, Nockenwelle, Zylinderkopf. Wie geil. Mhm. Momentan zugewiesen. Sehr geil. Okay. Wenn über Amy. Achso, wenn man mit der Amy hier Mission macht, dann schaltet man Zeug frei. Finde ich auch geil. Nitro-System. Alles klar. Mhm.
Zeit-Nitro oder Aktions-Nitro? Aktions-Nitro lädt sich quasi auf, wenn man driftet oder Slides macht oder Pipapo und so weiter, also durch Aktionen. Und Zeit-Nitro, was ich mir einbauen werde, lädt sich einfach mit der Zeit auf. Noch was Besseres? Nein, ist das Level 5? Alles klar, dann bauen wir mal das Zeit-Nitro ein, das ist wichtig. So. Ich bin professioneller Tuner. Okay, das, den Rest werde ich mal, glaube ich, lassen. Nein, den Rest lassen wir. Den Rest lassen wir erstmal so, wir gehen mal in Optik-Tune. Wieso gehe ich denn jetzt schon in Optik-Tune? Einfach, weil es wichtig ist, weil es geil ist. So, ich weiß, wie Optik-Tune funktioniert. Danke dir. Motorhaube. Oh. Warum ist Optik mir beim Auto wichtiger wie die Leistung? Ich weiß es auch nicht. Ich will aber kein Carbon. Ernsthaft jetzt, ich will kein Carbon. Nein. Nee, ich will kein Carbon, nein. Okay. Achso, das ist die Abstimmung. Alles klar. Nee. Fahrzeuglage an. Okay, das können wir nicht machen. Bodenfreiheit, Höhe, bodenfreier Winkel. Na komm, runter. Jetzt sitzen das Keil komplett tief. Winkel? Nee, den Winkel lassen wir so. Ich will das. Spurweite vorne, Spurweite hinten. Nee, das lassen wir erstmal so. Sturz. Nee, Sturz brauche ich noch keinen. Denn. Passt eigentlich, oder? Nee, der Sturz passt. Wenn wir irgendwann mal. Nein! Die Änderungen gehen nicht. Nein! Also bestätigen. Alles klar. Sturz werden wir uns besorgen, wenn wir irgendwie ein Breitbock-Kit oder so haben oder wenn der Sturz sich anbietet, aber so brauche ich das nicht so. Ich bin nicht so der deftige Sturzprofi. So. Ist alles gesperrt. Das finde ich jetzt nicht sozial. So, hier können wir mal ändern. Rahmen ändern. Hintergrund ändern. Ey, geil. Ich kann das. Ah, wie geil! So. Geht die Reality komplett aus? Komm schon. Mann! Okay, dann nur Rayon. Also geht die Rayon jetzt hier komplett aus. Man kann wirklich. Okay, Rahmen ändern. Geil. Ja komm, das ist egal. Was ist das hier? Ah, das ist ja geil. Er ist aber auch nicht so wichtig. Komm, das lassen wir so. Geht da noch was? Oder haben wir jetzt zumindest durch? Ne, Felgen gehen noch, ne? Das ist das Einzige. Schade, dass noch nichts geht. Das finde ich schade. So, hier Felgen. Felgen wechseln. Ja, klar doch. Oh Mann. Oh, geil. Ich bin gerade so wie so ein Kind. Wie so ein kleines Kind, was gerade so ein Spielzeug geschenkt bekommt. So was auch immer. Oh, geil. Also, wieso habe ich eigentlich Nachlass minus 10%? Das hat auch was mit der Deluxe Edition zu tun. Oh. Tech 7 sind schon geil. Oder das hier, die Tech 5. Oh. Die passen einfach zu dem Wagen. Das auch nicht. Ja, komm, wir machen die Tech 5 drauf. Die passen. Wo waren die? Tech 5 hier. So, die passen, geil. Kaufen und zuweisen, ja, sehr geil. Kann ich ja auch, oh geil, ich kann die wirklich färben und alles, wie geil. Okay, die erste Folge hat schon ein bisschen Überlänge, aber wir haben schon Tuning drin, das finde ich geil, so. Primäre, warte, wie geil. Das passt einfach so dermaßen, ne? Ja, ich will fortfahren. Was ist denn Primär, Sekundärfarbe, genau? Ändert sich da irgendwas? Hier ändert sich nicht wirklich was. Ja, ich lasse die Felgen einfach mal so, weil ich mal zuerst gucken will, wie, was wir da bei Lackierung machen. Größe ändern. Okay, das muss. Ist schon groß. Okay, alles klar. Muss ich jetzt hinten extra einstellen oder? Da hinten muss ich extra tun. Alles klar. Wir wissen ja schon, welche wir nehmen wollen. So, hier Felgen. Felgen wechseln. Wo waren sie? Die waren ziemlich weit hinten, ne? Ne, wo sind sie? Nicht dumm? Wo waren sie denn? Hallo? Das ist auch geil mit Tiefbett, ne? Tech 5, hier sind sie. Okay. Ja, zuweisen, alles klar. So, dann haben wir das. Und dann gehen wir noch schnell raus hier. Kann ich hier Lackierung? Hier, Farbe und Folie. Wie geil. Nein, ich weiß, wie das funktioniert. Und ich brauche kein Tutorial. Danke dir. So, Farbe und Folie bearbeiten. Farbe und Folie, Bibliothek. So, Farbe und Folie, komm. Im Trend. Was? Wie geil. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ach, es gibt Foliendesigns. Wie geil. Wie krass ist das denn? Ich muss nicht meine eigene Folie. Wie geil, Alter. Die erste Folie sieht schon so krass aus. Ich will eigentlich gewillt, die einfach zu nehmen. Das sieht so geil aus. Okay, wir gucken das einfach mal durch. Ich bin kurz wie so ein kleines Kind. Oh Gott, ich muss die Folge hier, die ich gerade aufnehme, auf zwei Folgen aufteilen. Oder ich lasse die einfach lang. Egal. Alter, wie krass das einfach aussieht. Was? Ah! Alter, ich bin quasi wie so ein kleines Kind. Ah, wie geil. Alter! Das Spiel ist Bombe! Wie krass ist das denn?
Alter, nee, das ist übertrieben. Ich will doch schon ein bisschen in dem schwarzen Stil bleiben, so matt. Ja, ist, ja, ja, mhm, ja, okay. nee, das ist über, nee. Okay, wir gucken noch ein paar Designs durch, einfach weil es geil ist. Wir werden natürlich irgendwann ein eigenes Design machen, also selbst uns mal ein paar Stunden dran setzen. Nicht in der Folge, das wird ein Zeitraffer sein. Oh, mit Monster, geil. Ist auch schön. Ah, nee, das erste schon ganz gut zugesagt. Okay, ein paar gucken wir uns noch an. Dann soll es doch gewesen sein. So. Nee, das erste war schon geil. Sieht schon so Bombe aus. Wie geil. Ah, nehmen wir. Ah, ja. Voll erfolgreich runtergeladen und am Wagen angebracht. Bitte einpacken. Danke dir. So. Alle Folien. Ach du Scheiße. Speed Hunters Blackfire. Ach so, das sind die Folien. Alles klar. Kosten mich die Folien eigentlich irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Vorgegeben. Achso, das sind die vorgegebenen Folien, das sind die Community-Folien. Okay. Das sind meine Folien. Komm drauf damit. So, passt. Ist angebracht. Sehr geil. So. Bearbeiten. Teilen, deaktivieren. Folie heruntergeladen. Okay. Okay, sieht schon geil aus. Aber jetzt gehen wir noch schnell zu den Felgen und gucken wir mal. Ah, die Karre sieht einfach geil aus. So, Felgen, sehr geil. Felgen wechseln? Nein, ich will die primäre Farbe ändern. Eigentlich will sich das Schwarz wirklich anbieten. Oder so ein knalliges Rot. Oh. Sieht schon Bombe aus, ne? Was ist das hier eigentlich? Oh, was? Ach so, so. Ach, die Scheiße, geile Scheiße gibt's auch. Ah, wie geil. Matt. Oh, nee, wir wollen verchromt. Nee, ich würde die eigentlich schon schwarz machen, oder? Ja, komm, wir machen die schwarz. Allen Folien anbringen, alles klar. So, das war die primäre Farbe. Aber nee, ich will das noch ein bisschen ändern. Und zwar in... Wir kommen hier, Farbton, Farbsättigung. Oh, wie geil. Dann kommt Farbsättigung, passt. Helligkeit passt auch. Metallic! Okay, sehr geil. Glätte Klarlack. Komplett auf matt getrimmt. So, Glätte. Ich mach das genau. Ich kenne mich im Tuning nicht ganz so aus, deswegen teste ich hier einfach mal durch, ne? So, gehen wir zurück auf 50. Das hat nicht wirklich eine Auswirkung gehabt. Metallic. Ach, das ist das, okay. Nee, das passt schon so. Das will ich schon so haben. Und zwar komplett schön auf Chrom getrimmt. Ja, komplett Chrom. Alles klar. An allen Folien anbringen. So. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah! So, Leute, ich würde sagen, aber das war's für die erste Folge. Wir haben... Ja, eine Bombe! Die erste Karre gleich so ein scheiß Teil. Okay, ich bin gebufft. Ich bin mega gebufft, Leute. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet und wie wir auf jeden Fall weitermachen sollen oder ob ihr irgendein Auto wünscht, das wir tun sollen und so weiter. Okay, ich werde die Autos mal in den nächsten Folgen zeigen, die es hier so gibt in dem Spiel. Es gibt auf jeden Fall mega viel. Und ja, entschuldigt meine anfänglichen Fahrverhalten. Unfälle, Pipapo etc. Ich bin einfach so mega aufgeregt. Ah, ich kann gar nicht gut moderieren gerade. Ich verstotter mich die ganze Zeit. Das finde ich so dumm. Aua. Ah, egal. Leute, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt ein nettes Kommi. Alle eure Kritik ab unten rein. Ihr wisst, wie es läuft. Rian sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Need for Speed 2015. Ich nehme es einfach Need for Speed. Fertig. Es ist einfach das Need for Speed im Moment und ja. Übrigens folgen wir täglich 16 Uhr kommen. Ciao, Leute.